bei mir Christian Kretschmann hier unten im Presseraum. Christian, wir reflektieren noch mal ein klein wenig das Spiel. Wie hast du das Spiel heute selber gesehen? Ja, wir kommen gut raus zum ersten Drittel, spielen gutes erstes Drittel, kriegen dann kurz vor Schluss im ersten Drittel das 1-0. Ich sag mal unverdient, leider mit ein bisschen Pech dabei. Ja, dann geht es ins zweite Drittel rein. Wir zu Recht schießen einen Ausgleich. Ja, und dann machen wir halt einen dummen Fehler in, ich glaube, 4-3 Überzahl war das. Das darf auf keinen Fall passieren, kriegen da das 2-1. Ja, und dann bekommen wir das 3-1 im Konter, ich glaube, im letzten Drittel nochmal. Gut zurückgekommen im letzten Drittel, dann nochmal mit den vielen Überzahlspielen, die wir haben, genutzt. Dann haben wir erst 3-2 geschossen, dann hatten wir noch 2-3 Chancen zum 3-3. Ja, die müssen wir machen, aber insgesamt müssen wir trotzdem mehr Tore vorne schießen. Ich glaube, wir hatten heute über 35 Schüsse aufs Tor und muss mehr bei rausfallen. Insgesamt waren es sogar 44 Schüsse und für den Gegner nur 20. Das heißt also vorne ein bisschen Inaktivität oder Uneffektivität. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall aus diesen 44 Schüssen mehr Tore schießen. Trotz alledem, jetzt muss man nach vorne schauen. Am kommenden Wochenende warten auch wieder zwei schwere Aufgaben. Am Freitag bei den Kölner Haien und am Sonntag dann hier gegen die Adler Mannheim, gegen den amtierenden Meister. Wie bereitet man sich denn jetzt die Woche über so vor? Ja, wir müssen jetzt hart trainieren. Morgen haben wir einen freien Tag. Dienstag steigen wir ins Training ein. Dann machen wir ein hartes Training. Ja, und dann bereiten wir uns gut vor, lassen die Reihen gut laufen und dann schauen wir am Freitag. Jetzt erwartet ihr ja auch noch einen neuen Verteidiger. Gibt das nochmal zusätzlich Sicherheit oder auch ein anderes Gefühl? Ja, mit Sicherheit. Mit Steve Hunter ist natürlich ein echt sehr guter Verteidiger. Uns ausgefallen jetzt über 6 bis 8 Wochen. Weiß man ja nicht genau, wie lange es dauert. Und ja, sind wir ein bisschen dünn besetzt hinten. Ist schon gut, dass wir einen neuen bekommen jetzt. Und das gibt dann auch die entsprechende Sicherheit hinten heraus? Das werden wir sehen, mit Sicherheit. Umso mehr Verteidiger, desto besser. Gut. Wir danken dir auf jeden Fall, Christian Kretschmann. Vielen lieben Dank und wir melden uns dann nächste Woche Sonntag um 16:30 Uhr wieder hier unten aus dem Presseclub. Bis dahin alles Gute. Dankeschön.